Liebe Hotel-Insiderinnen, liebe Hotel-Insider, herzlich willkommen hier aus Zermatt. Stimmt nicht, ich bin hier nicht direkt in Zermatt, sondern auf einem der höchsten Punkte der Schweizer Hotellerie, so kann man das glaube ich sagen. Ich stehe hier mit Thomas Marbach auf dem Kornergrat und hinter uns ist das Kulm-Hotel, oder wie heißt das ganz genau? Es heißt ganz genau 3100 Kulm-Hotel Kornergrat. Herzlich willkommen, Thomas Marbach, dass du schnell Zeit hast, hier ein Gespräch zu führen. Also wir sind hier, wie gesagt, auf dem Kornergrat, 3100 Meter Höhe. Das ist das höchste Hotel der Schweiz. Das ist wirklich so. Wie betreibt man so ein Hotel auf dieser Höhe? Ist das nicht eine besondere Anforderung oder eine besondere Herausforderung, muss man sagen, in Bezug auf die Logistik, auf die Infrastruktur, den Einkauf, der Warentransport und solche Dinge? So im Grundsatz funktioniert es wie ein anderes Hotel auch an irgendwelchem Standort. Das Einzige, Sie haben es angesprochen, ist die Situation Transporte, die Situation Wetter, die Einflüsse, die die Natur mit sich bringt, die dann zu einem oder anderen Challenge führen kann. Ja. Ist das Hotel ganzjährig offen? Das Hotel ist ganzjährig offen, aber nicht als Hotel, sondern der Selbstbedienungsteil ist das ganze Jahr offen. Hotel hat kleine Schließungszeiten im Herbst und im Frühjahr. Wie lange führst du das da schon, dieses Hotel? Das ist das 13. Jahr, wo ich hier... Seit 13 Jahren da oben. Und wie lebt man da oben, so als Hotelier? Gut, weil du bist am schönsten Punkt der Schweiz. Und viele sind neidisch, dass du da arbeiten kannst. Andere streben nach solchen Ausflugsorten. Ich darf hier arbeiten. Wie gesagt, du arbeitest hier auf 3000 Meter Höhe. Viele Menschen haben da schon ein bisschen Probleme wegen der dünnen Luft. Gibt dir das nicht zu schaffen? Gar nicht, weil man gewöhnt sich an die Situation. Man hat automatisch viel mehr Hämoglobin, rote Blutkörperchen und Hochleistungssportler. Ah, sehr gut. Wie viele Zimmer hat es hier? 22 Hotelzimmer haben wir, die sind alle nach Bergen benannt und die Zimmernummern dazu sind jeweils die Höhe dieses Berges. Und die Zimmerpreise, wo bewegen sich die im Normalfall, kann man da was sagen? Die Zimmerpreise gehen irgendwo so im Rahmen 450 Schweizer Franken bis 700 Schweizer Franken. Also das ist natürlich enorm, es ist ja ein Drei-Sterne-Haus. Und wenn jetzt ein Zürcher oder ein Berner Hotel hier hört, 700 Franken für ein Doppelzimmer ist ja enorm. Jetzt kann man sagen, ja die Lage ist es und natürlich ist Halbpension dabei, glaube ich. Das ist richtig, also die Lage hat irgendeine Konsequenz zum Preis und Abendessen und Frühstück ist dabei jeweils. Was hast du für Kunden oder Gäste, was sind das für Leute, von wo kommen die? Unterscheidet sich sehr stark zwischen Sommer und Winter. Im Sommer ganz viele Asiaten aus allen Ländern in Asien, im Winter dann eher der Skifahrer, der irgendwo seine Ruhe sucht und am Morgen den Genuss hat, dass er eben schon am Berg oben steht nach dem Frühstück und nicht noch hochfahren muss. Man kann ja hier direkt auf die Skipiste. Und dann runterfahren, das ist so. Das ist richtig, du bist der Erste am Morgen. Und man kommt hier hinauf mit der Kornergratbahn. Wie lange hat man von Zermatt hier hinauf? Die Fahrt ist plus minus 35 Minuten an Berg hoch und sehr komfortabel. Das ist ein großer Vorteil. Was heißt komfortabel? Sie ist geheizt? Die Bahn ist geheizt, ja. Und die mittlerweile mit den neuen Zugkomponenten, die jetzt im Betrieb sind, auch sehr komfortabel. Ihr seid als Drei-Sterne-Hotel klassifiziert, ist das richtig? Das ist richtig, wir sind Drei-Sterne, bieten aber dem Gast nahezu einen Vier-Sterne-Service. Sind die Sterne überhaupt wichtig oder diese Klassifikation da oben? Ihr seid ja einzigartig, es gibt ja keine Konkurrenten. Ich denke, für uns ist die Klassifizierung, die Sterne-Klassifizierung nicht entscheidend. Ich denke, grundsätzlich die Leistung ist entscheidend und das ganze Umfeld, das der Gast erlebt. Was fordert dich hier besonders heraus, da oben als Hotelier? An einem Standort zu sein, an dem kein anderer ein Hotel führt. Und ich liebe die Natur und ich liebe vor allem auch die Szenarien der Natur, die Schwierigkeiten bieten. Weil da siehst du, wie klein du als Mensch eigentlich bist und keine Chance gegen die Natur. Im Moment haben wir wunderschönes Wetter, wenn man da schaut, blauer Himmel, vor mir das Matterhorn und all diese 4000 Meter hohen Berge. Wie viele sind 738 hier? Hier sind 38, ja, richtig. Und die Zimmer sind auch so angeschrieben, habe ich vorhin gesehen, immer mit dem Berg und der Höhe. Das ist richtig, das ist die Benamsung unserer Zimmer, das ist speziell. Nein, das ist wirklich einzigartig, aber was ist, wenn es da oben stürmt? Hast du das auch schon erlebt? Ja, sicher. Das gibt's, ja. Es gibt Momente, wo kein Zug mehr fährt, weil die haben Regeln, wo sie noch fahren dürfen. Dann sind die Herausforderungen, was geschieht mit Gästen, die anreisen möchten und nicht können.
und abreisen möchten und nicht können und allenfalls Flüge verpassen und so weiter. Also da ist ein enges Zusammengehen mit Zermatt Bergbahnen, Radtrack ist ein Transportmittel, Skidoo kann ein Transportmittel sein. Helikopter. Wenn es fliegen geht, ja. Meistens ist dann, wenn es stürmt, geht dann das auch nicht. Aber irgend auf eine Art sind wir immer in der Lage, Gäste auch wegzubringen, die weg müssen und Personalwechsel auch zu machen. Und Personal ist das Stichwort. Wie viele Mitarbeitende hast du da oben? Auf dem Gornergrad arbeiten 30 Mitarbeiter. Und wo wohnen die? Die wohnen mehrheitlich in Zermatt. Also fahren also jeden Tag 35 Minuten hier hinauf? Das ist richtig. Es bleiben 4 nachts da. Das sind 2 im Service, ein Koch und eine Person an der Rezeption. Also durch die Nacht ist immer jemand da? Immer, ja. Ist es nicht so, dass die Gäste da völlig allein auf 3000 Meter oben sind? Nee, die Versorgung muss gewährleistet sein und auch die Sicherheit für den einzelnen Hotelgast muss gewährleistet sein. Das Haus gehört der Burgergemeinde Zermatt, so wie vieles hier in dieser Gemeinde. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Verdient man Geld mit so einem Hotel hier, mit diesen Zimmern und Gastronomie? Der Gornergrad ist eine Milchkuh, ja. Wirklich? Also schöne, satte Gewinne? Schon, ja. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Thomas Marbach, für dieses Gespräch. Liebe Hotelinsiderin, liebe Hotelinsider, das war's hier vom höchsten Punkt, vom höchsten Hotelpunkt der Schweiz. Auf dem Gornergrad stehen wir hier. Alles Gute, wir sehen uns wieder nächste Woche. Auf Wiedersehen.